So, und weiter geht's mit Monkey Island. Schild. Wir müssen jetzt irgendwie beweisen, dass das heiße Zeug Brandverletzungen verursachen kann, aber wie können wir das beweisen? Toilettentür, was ist denn da? Besetzt! Entschuldigung. Okay. Was ist denn, wenn wir mit LeFlay nochmal sprechen? Du hast deine Meinung geändert und willst mir nicht mit meinen Juristen... Das juristische System der Piraten und ich vertragen uns nicht besonders. Und sie arbeitet nur gegen Bezahlung. Ja, ja, tschüss. Ich glaube, wenn man dem Richter mal spricht. Hey, WP! Kapitän Threepwood! Was? Das bringt uns alles nichts. Wie wär's mit noch ein paar Worten? Tut mir leid, nur ab! Okay, der bringt uns nichts weiter. Wir müssen gucken, dass wir Katzen... Ah, die Möwe. Als junger Pirat lag ich oft wach an Deck meines Schiffs und sah verträumt den Seemöwen nach, die sich königlich im Abendhimmel vergnügten. Und dann gingen sie dazu über, mich mit ihrem Kot zu beglücken. Da habe ich damit aufgehört. Okay. Seekloss Lake, Club 41. Clubtür. Clubschild. Schick. Ich weiß allerdings immer noch nicht, wofür 41 steht. Das wissen wir alle nicht. Pocken. Da jetzt die Winde wieder landeinwärts in Richtung Flotsam Island wehen, werden die LeChuck-Pocken wieder angesaugt. Okay. Ja, komm, Garrosh. So, dankeschön. Vielleicht... Warte mal, warum steht der denn da eigentlich hinten am Gang? Der ist da! Ich bin Skybrush Threepwood. Ah, Anwalt Threepwood. Hast du keine Angst, in einer öffentlichen Verhandlung erniedrigt zu werden? Mach dir mal da keine Sorgen, Kumpel. Ich bin schon so oft erniedrigt worden, dass dieser Zustand sozusagen mein zweites Ich wurde. Ach, genial. Nett. Nebenbei gesagt, ich denke nicht, dass an dem Fall viel dran ist. Aber dieser Stan war der Meinung, dass ich mir ein paar Goldstücke durch deine vorzeitige Hinrichtung verdienen könnte. Und da dachte ich mir... Ich würde gern in den Dschungel gehen. Ich muss mit einer großen Voodoo-Lady über einen nicht ganz so großen Schwamm reden. Tut mir leid, Kumpel. Ich fürchte, ich kann Gefangene nicht in den Dschungel ziehen lassen. Sie könnten sich verlaufen oder einfach untertauchen. Aber ich bin doch kein Gefangener. Ich bin der Anwalt des Gefangenen. Guybrush Threepwood, mächtiger Piratenanwalt. Nun, das ist eine knifflige Frage. Das ist es. Aber um sicher zu gehen, denke ich, es wäre das Beste, wenn ich beide Guybrush Threepwoods vom Dschungel fernhalte. Okay. Was hat dich eigentlich nach Flotsam Island gebracht? Nun, nach dieser Pech-Serie auf Spinner Cay fand ich mich ohne Kapitän und ohne Schiff wieder. Das tut mir aber echt leid. Das passiert schon mal. Ich ließ mich ein wenig treiben, bevor ich schließlich hier auf Flotsam landete. Jetzt habe ich bei Richter Grindstamp die Stelle des Gerichtsdieners / persönlicher Koch angetreten. Und sorge für kulinarische Gaumenfreuden für seinen Nachtclub. Es ist ein bisschen wie ein wahr gewordener Traum. Okay. Wie geht's dir denn mit den LeChuck-Pocken? Ach, es ist gar nicht so schlimm. Klar, man hat das ständige Verlangen, die abscheulichsten Taten zu begehen. Und das wirkt sich ein wenig auf das soziale Umfeld aus. Aber mein Elan fürs Plündern war noch nie besser. Man könnte fast sagen, es schwimmt von allem, was in der Brühe. Ja. Eins habe ich allerdings nicht so erwartet. Die unglaubliche Lust auf Krautsalat. Sag mir ehrlich, Kumpel, woran liegt das nur? Okay.
Einfach umdrehen und weggehen. Okay, damit hätten wir dann schon mal das abgesprochen. Dann gehen wir mal hier nochmal hin, zu dem Typi. Sagen Sie, unbefangener Bürger. Was willst du? Ich muss diese Beinlampe haben. Ich muss einfach. Vergiss es, Klappergestell. Ich gebe einen völlig guten Prototyp nicht her. Sie hat nicht mal einen Kratzer. Ja schon, aber mal ganz langsam. Haben Sie mich eben Klappergestell genannt? Ich habe schon Skelette gesehen, die hatten mehr auf den Rippen als Sie. Es ist nicht mein Fehler, wenn du mit diesen fettleibigen Untoten den Umgang pflegst. Wie fühlt es sich an, so hässlich und krank zu sein? Was denkst du denn, wie es sich anfühlt? Schlecht, würde ich sagen. Ziemlich schlecht. Du hast das richtig verstanden, kleines Fräulein. Empört dich dieses lächerliche Verfahren nicht? Ich freue mich nur, dass dieser Kriecher Threepwood endlich zur Rechenschaft gezogen wird. Ich bin Threepwood. Apropos, solltest du nicht in einer Zelle oder so sein? Wir kriegen 10 Minuten Pause pro Stunde. Das ist das Gesetz. Okay. Bis später. Okay, dann brauchen wir... Was ist das denn? Pfütze. Was ist das denn? Pass lieber auf, wo du hintrittst. Das ist eine Lache mit flüssigem Glas. Sie kühlt in wenigen Sekunden ab. Aber bis dahin schmilzt das dir das Leder von den Füßen. Okay. Dann haben wir da jetzt wohl unser drittes Ding für. Ich sollte mir etwas davon nehmen, bevor es kalt wird. Flüssiges Glas. Ups. Hey! Nun sieh dir mal an, was du getan hast! Du schusseliger Muschelknacker! Du hast mein Musterstück ruiniert! Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen! Wenn sie also hinüber ist, kann ich sie dann vielleicht haben? Na schön! Nimm sie! Geh mir bloß aus den Augen! Das dürfte mir helfen, den Verfahren Fuß zu fassen. Okay, damit können wir dann offenbar wieder eine Sache rauskegeln. Und dann bleibt immer noch die Sache mit der Katze. Mit der klitzekleinen Miezekatze. Wer geht? Ich... Aber das Pirat... Ja, ja! Ein Zeugen. Bootsfrau Krebs. Ich möchte... Kath! Nicht ver... Ei! So, dann fangen wir mal an. Euer Ehren, ich präsentiere diese Lampe in Form eines Beines als Beweisstück, um zu zeigen, dass Bootsfrau Krebs nicht von der Nacho-Soße vom Club 41 verbrüht wurde. Was, mit dieser Verbrennung? Das ist nicht mal die gleiche Verbrennung wie meine, sehen Sie? Ich werde diese Beinlampe erst als Beweisstück zulassen, wenn sie eine Verbrennung aufweist, die wenigstens die gleiche Farbe wie die Narbe der Klippe. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich das rote Zeug benutzen. Alles zu. Okay. Okay, ist ja gut, ist ja gut. War doch zu einfach. So, jetzt aber. Lieber nicht. Das ist immer noch nicht die gleiche Farbe. Jetzt. Kaum zu glauben. Muss man das jetzt mit allem zusammentun? Ah, mit dem Glas, den können wir es wieder sauber machen. Okay. Achso, dann müssen wir also jetzt, Pinkin kriegen. Wie kriegt man denn Pinkin oder Violett oder was immer das ist? Pink. Und gelb und rot ist aber eigentlich orange. Also meine Freundin sagt, ich brauche blau noch. Blau, na gut, rot habe ich ja schon, brauche ich nur blau. Ja, ja, komm, ja, komm, mach hin hier. Hey, wache! Was? Oh, ist gerade ein bisschen zäh alles hier. Er wird...
Okay, damit hätten wir schon mal das Bein. Jetzt ist aber noch die Frage, was wir mit der Katze machen. Ruderboot. Wo ist denn das Ruderboot? Ich könnte zu Screaming Nauro zurückrudern, aber ohne La Esponja Grande werde ich Elaine niemals heilen können. Und wenn ich auch noch ohne Elaines Hochzeitsring antanze, wird sie mich vermutlich umbringen. Okay. Also, das ist es nicht. Wir können vielleicht noch etwas von dem... Ich brauche keine... Hasen. Von der Schmierfettpfütze. Ich muss einfach etwas von diesem unglaublichen Schmierfett aus Schinkenspeck haben. Das hätten wir. Jetzt riechen meine Jacke und meine Hose nach Schinkenspeck. Lecker. Okay, dann schauen wir mal. Das ist ein Schmierfett. Hoppala. Wenn wir das jetzt kombinieren. Okay. Das Muster haben wir schon mal. Jetzt geht mal rot drüber. Aha, das passt nicht so ganz. Na, jetzt mal gelb drüber kippen. Nee, wir brauchen blau noch. Wir brauchen blauen Farbstoff. Blauen Farbstoff. Diese gelähmte Katze ist gruselig. Die Katze bewegt aber noch die Augen. Nee, das klappt nicht. Wir brauchen blauen... Moment, was ist denn da oben bei Dingens? Beim Marquis de Cinch. Wisst ihr, wenn ich wissenschaftlich etwas mehr veranlagt wäre, würde ich mir vielleicht Sorgen machen, welche Auswirkungen dieses Zeug auf kommende Generationen der Freeboots haben könnte. Mhm. Also, was ist das denn? Heißt ein Schmierfett? Geheimnis von ätzender Flüssigkeit. Nö. Okay, wir brauchen Schmierfett. Auch immer noch blauen Farbstoff. Was ist das denn hier? Keine Sorge, kleiner Kerl. Ich werde dich befreien. Irgendwie. Kann ich den Haken da benutzen? Mal sehen, wie das funktioniert. Aha! Los, nichts wie weg von hier! Was für ein Irrsinniger sperrt einen voll funktionstüchtigen magnetischen Affen in einen Käfig. Okay, jetzt haben wir den ausgelassen. Das wird uns wahrscheinlich später noch nützlich sein. Okay, der Marquis de Cinch kann uns gerade nicht weiterhelfen. Ach, den haben wir jetzt dabei, den Affen. Den Affen, den haben wir jetzt dabei. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass man einen Affen erst im dramatischsten aller Momente aus der Tasche ziehen sollte. Und das gilt dreifach für einen elektromagnetischen Affen. Okay. Was bringt uns jetzt der elektromagnetische Affe? Gelähmt, so könnte man meinen. Ich wette, dieses Kätzchen braucht nur etwas bessere Nahrung. Okay, also brauchen wir irgendwie Essen. Wie kriegen wir aber das Essen zusammen? Ich will meinem Affen... Was? Ich will meinen Affen niemandem zeigen, bis die Zeit dafür. Vielleicht im Club? Waschpfütze. Waschpfütze. Ich glaube, da hätten wir dann unser Blau mit. Was gibt es Besseres als ein bisschen heißes Wachs in einer kalten Flotzennacht?
Okay, wir mischen nochmal eben die Farbe da drauf. Nee, das war auch mal nicht. Scheiße. Heißes Schmierfett. Jawohl. Jetzt das blaue Zeug da drauf. Jetzt haben wir es grün. Gott, von grün zu violett. Nein. Okay, das Ding von The Cinch ist es nicht. Da müssen wir vielleicht mal das Getränk versuchen. Dozen! So. Das da drüber. Grün. Von grün. Und das da drüber. Nee, das Ätze ist auch wieder frei. Ich glaube, da kippen wir das erstmal noch drüber. Das ist richtig. Nasen! Zuckersack. Das ist ein merkwürdiger Ort für einen Zuckersack. Ich lagere ihn da oben wegen der Ameisen. Okay. Morgan Le Fay. Ach so. Okay. Dann kippen wir jetzt das rote Zeug da drum. Dann ist es jetzt orange. Und wenn ich jetzt das flüssige Glas da drüber kippe. Rot und blau ging ja gerade nicht. Moment, jetzt kippe ich einfach erst blau drauf. So, blau. Dann jetzt das rote Zeug da. Ist das das richtige rote Zeug? Werden wir sehen. Ja, das war's schon. Okay, dann brauchen wir das Schmierfett. Ich verwette mein ganzes Vespa-Geld, dass Krabs Bein nicht mit Nacho-Soße verbrannt wurde. Ja, damit hätten wir dann schon mal wieder einen Anklagepunkt weg. Dann bleibt immer nur noch die Katze übrig. Und die muss wahrscheinlich nur was Richtiges zu fressen kriegen. Wer geht? Oh ja, na komm. Ich will... Aber selbst das Piraten... Ja, ja! Ja, Freundin schmeißt gerade einen Kronkorken durch die Gegend. Ich... Nicht vergessen, Schätzchen. Ei. So. Euer Ehren, ich präsentiere diese Beinlampe als Beweisstück, um zu zeigen, dass Bootsfrau Catherine Krabs über ihre sogenannte Nacho-Soßenverbrennung lügt. Das beweist gar nichts. Einspruch, euer Ehren. Die Narben auf dieser Beinlampe sehen vielleicht wie die meiner Klientin aus, aber wer weiß schon, wie sie dahin gekommen sind. Ich freue mich, dass Sie das fragen. Sie sehen also, euer Ehren, Catherines markante Verbrennungen wurden nicht von der Nacho-Soße vom Club 41 verursacht, sondern von einer unwahrscheinlichen Kombination aus verbrühenden Flüssigkeiten, die man auf ganz Flotsam Island finden kann. Stimmt das nicht, Bootsfrau Krabs? Beantworten Sie die Frage, Sie Teufelin! Es stimmt. Nachdem Guybrush den Teller mit Nachos in meinen Schoß gestoßen hatte, sah ich eine Chance auf Rache und hackte diesen närrischen Plan aus. Rache? Du kannst dich immer noch nicht an mich erinnern. Die Frau, deren Schiff du versenkt hast, die Jahre im Gefängnis für deine Verbrechen gesessen hat, die Frau, deren Mann du in diesem komischen Karaoke-Wettbewerb gedemütigt hast. Nein, Entschuldigung, keinen blassen Schimmer. Euer Ehren, ich beantrage, dass die Klage von Bootsfrau Catherine Krabs fallen gelassen wird. Herr Anwalt? Ich habe nichts, euer Ehren. Nun gut, in dem Fall Krabs gegen Threepwood entscheidet das Piratengericht von Flotsam Island für den Angeklagten Guybrush Threepwood. Aufhören, alle zusammen! Okay, dann fehlt nur noch ein einziger Punkt. Und das ist diese Katze. Wie kriegen wir das mit der Katze hin? Unterbrechung. Euer Bailiff, begleiten Sie bitte Kapitän Threepwood zum Bau. So, ich muss jetzt aber einen Schnitt machen. Bis neulich.